Was verdienst du und wie kommst du zurecht? Hat ein Mann eine Frau gefragt. Ich hatte gerade mit meinen Damen unseren Damenclub, es gibt auch Männerclub, ja, und die dabei sein möchten, lade ich herzlich ein. Aber ich treffe mich auch mit Frauen und wir besprechen natürlich alle solche Situationen, die zum Beispiel Frauen irritieren oder wo sie sagen, ja, warum hat er das gefragt oder was soll ich darauf antworten, wie soll ich reagieren, ich verstehe diese Situation nicht. Und dann natürlich bespreche ich das mit Frauen, damit sie natürlich besser deutsche Mentalität oder Mentalität überhaupt Männer aus Westeuropa verstehen können. So eigentlich war auch meine Idee für Club unserer Männer, damit sie auch besser Frauen aus Osteuropa verstehen können. Und so können wir natürlich die Partnersuche noch erfolgreicher machen, wenn wir aufeinander eingestellt sind und sich gegenseitig verstehen. Und da war gerade unser Damenclub und dann hat eine Dame gesagt, Natalia, ich habe mit einem Mann von ihrer Agentur geschrieben und er fragte mich, wie viel verdienst du und wie kommst du mit diesem Geld zurecht? Und wollte ich auch unbedingt dieses Thema auch mit Ihnen, große Runde auch kurz besprechen, werde ich im Club natürlich noch ausführlicher besprechen, besonders Ihre Fragen, wenn Sie fragen, ne? Deswegen herzlich willkommen. Also, was verdienst du? Man muss schon sagen, es gibt Themen, die man lieber nicht anfängt, besonders wenn man die Frau noch nicht gut kennt. Es gibt bestimmte Themen, wo man sagt, lieber vermeiden diese Gespräche, ja, und das ist auch so mit dem Geld. Auch diese Frau, die ist ukrainische Frau, die wohnt in Deutschland schon und die sagte, ich habe gehört, die Deutschen, die reden nicht über Geld und es ist unhöflich zu fragen, was ich verdiene. Aber der fragt mich und ich weiß nicht, wie ich da reagieren soll. Deswegen wollte ich dann noch da dieses Thema auseinandernehmen. Schauen Sie. Soviel ich weiß, zum Beispiel auch nach 20 Jahren meines Lebens in Deutschland, nur mehr als 20, man fragt tatsächlich nicht so richtig, ja, wie was verdienst du? Wenn es anders ist, schreiben Sie bitte in den Kommentaren, dann lerne ich bestimmt noch was dazu. Aber wie kommt das an bei einer Frau aus der Ukraine oder Russland, wenn ein Mann das solche Fragen stellt? Ich verstehe dann natürlich so, ich gehe davon aus, Sie fragen das mit Absicht, dass Sie besser Frau verstehen können. Ja? Wie kommen Sie zurecht? Welche Ausgaben hat sie? Es gibt aber Männer, nicht von meinen Kunden, das habe ich auch den Frauen auch erzählt, wie reagiert man auf diese Frage? Hängt davon ab, aus welcher Ecke kam der Mann. Es gibt zum Beispiel auch jede Menge Dating-Seiten, wo Männer Frauen suchen und die wollen auch nicht unbedingt mit einer armen Frau was zu tun haben. Ganz im Gegenteil, das wäre noch schön, wenn die Frau mehr verdient. Deswegen sucht er eine Frau, die mehr verdient. Deswegen will er ab sofort abhaken, die Frauen, die wenig verdienen. Und wenn die Frau schreibt, ich bekomme Sozialhilfe, dann sagt der Mann, oh gut zu wissen, weitergehen. Und das wissen auch ukrainische Frauen auch. Deswegen diese Fragen irritieren oft die Frauen. Und wenn unsere Männer diese Fragen stellen, zum Beispiel aus meiner Agentur Männer Fragen stellen, ich gehe davon aus, sie suchen nicht unbedingt die Frau, die sie ernährt oder sowas. Aber manchmal kommt sowas, dass die Frau erstmal erschreckt. Denkt, warum will er wissen, wie viel ich verdiene? Noch was. Wenn der Mann sich interessiert, was die Frau verdient, dann geht die Frau auch davon aus, dann müssen sie auch berichtigen der Frau, was sie selbst verdienen. Dann ist das im Balance, dann ist das gleichberechtigt. Ja? Aber der Mann, der stellt die Frage der Frau, wie viel du verdienst, weil er denkt, gut, ich mache mir Sorgen vielleicht, was sie verdient. Deswegen frage ich sie, damit ich weiß, ob sie zurechtkommt mit dem Geld. Das kommt gut an. Ne? Und dann erzählt die Frau denkt auch, gut, der macht sich Sorgen und dann erzähle ich ihm. Dann erzählt sie ihnen, dass sie zum Beispiel Sozialhilfe bekommt und dass sie zum Beispiel nicht genug Geld hat, nicht genug, um
gut zu leben. Ja? Und eigentlich jeder Mensch hat nicht genug. Und eigentlich ist das normal, dass jeder Mensch danach strebt, mehr zu verdienen. Aber das, was ich habe, ist okay, es reicht eigentlich. Aber wenn du mich fragst, wie viel Geld verdienst du, ukrainische und russische Mentalität ist noch so, man darf nicht, sich nicht loben. Man muss immer so klein bleiben, bescheidener bleiben. So hat man uns immer erzogen. Deswegen, es ist nicht schön, wenn ich sage, mir geht es super. Ich habe gut alles, ja. Mir geht super. Das können normalerweise Menschen in der Ukraine, in Russland nicht, weil wir haben gelernt, bescheiden bleiben. Nicht so kräftig auftreten. Du willst doch, sonst werden die anderen neidisch sein oder du willst doch nicht mit deinem Glanz strahlen, mir geht super und dem anderen geht es vielleicht nicht super, dann hast du jemandem wehgetan. Deswegen ist nicht schön, so zu erzählen, dass es dir gut geht. Deswegen bescheiden bleiben. Deswegen, wenn man fragt zum Beispiel, wie viel Geld verdienst du, dann muss ich in diesem Rahmen, bescheidenen Rahmen bleiben. Deswegen erzähle ich lieber, oh, geht so, eigentlich wenig habe ich, ich komme überhaupt nicht zurecht. Das ist eigentlich typischer für unsere Mentalität. Deswegen eher wird die Frau solche Geschichten erzählen, das ist schlecht, das ist so schwer und sowas, weil wir so erzogen waren. Wir dürfen nicht angeben, ne? Weil wenn ich sage, mir geht es wunderbar glänzen, dann gebe ich angeblich an. Dann will ich mich abheben von den anderen Menschen. So hat man uns beigebracht. Und dann haben sie diese Frage gestellt. Die Frau erzählt, dass es ihr schlecht geht und reicht nicht. Dann kommt bei ihnen so an, als ob sie sich beschwert. Und dann einige denken, ja, guck mal, hat alles umsonst hier und reicht dir nicht, alles reicht. Oder sie werden denken, ja, guck mal, will sie, dass ich helfe oder was? Die erzählt mir über ihre Probleme und dies und das. Will sie andeuten, ich muss helfen? Ja, das will sie gar nicht vielleicht. Oder zum Beispiel, die Frau hat über ihre Probleme tatsächlich erzählt. Jetzt erwartet sie von Ihnen, dass Sie über Ihre Lage erzählen, wenn Sie solche Fragen stellen. Und die hat Ihnen das Intime erzählt jetzt. Ja? Dann erwartet sie, dass Sie auch Karten offenlegen. Sind Sie jetzt bereit, Ihre alle Karten offenzulegen, wie es Ihnen geht? Sie sind wahrscheinlich nicht auf soziale Hilfe angewiesen und Sie haben viel mehr zu erzählen über Ihre finanzielle Lage. Dann ist das gleichberechtigt im Gleichgewicht. So oder so werden wir sehr wahrscheinlich mit diesen Themen sehr schnell zu Missverständnissen oder zu irgendwelchen Komplikationen kommen. Wenn Sie mit der Frau nicht so weit sind, dass Sie Ihre finanzielle Lage bereit sind zu verbessern oder einzusteigen, dann lieber fragen Sie sowas nicht. Ich würde Ihnen nicht empfehlen, so schnell solche Fragen zu stellen. Wenn Sie aber mit Ihrer Frau schon so toll Beziehung aufgebaut haben, wo Sie sagen, du, ich möchte Ihre Probleme auch tragen. Die Frau liegt mir sowas von am Herzen. Wir sind schon lange zusammen und wir sind schon lange ein Paar und ich lege sowas von viel Wert, wie diese Frau lebt, weil ich habe für mich schon entschieden, wir gehen gemeinsam bis zum Ende des Lebens, auch wenn wir noch nicht verheiratet sind. Dann können Sie anfangen, die solche Fragen zu stellen überhaupt. Wenn Sie aber nicht bereit sind, noch einzusteigen und das Leben der Frau zu verbessern oder zu ändern oder sowas, dann lieber lassen Sie diese Fragen. Wenn die Frau Probleme hat oder Hilfe braucht, dann redet sie schon mit Ihnen. Dann wird sie schon die Frage nach diesen Problemen, nach der Hilfe, die sie benötigt. Aber am Anfang an, wenn Sie, wie ich gesagt habe, noch gucken, wer ist von den Frauen jetzt meine absolute Favoritin, dann würde ich tatsächlich diese Fragen für später lassen. Wenn ich mich schon für eine Frau entschieden habe, dann werde ich weiter und weiter gehen. Ja? Dann werde ich sie erstmal in mein Leben dann holen. Ja, dann besucht sie mich, dann wohnt sie bei mir, dann sieht sie schon, wie ich lebe, wie ich wohne. Dann merkt sie vielleicht, dass ich mehr habe. Und wir sowieso dann das, was ich habe, werden wir sowieso gemeinsam das alles haben. Und dann kann man langsam schon der Frau helfen und solche Sachen besprechen. Aber ich finde, das sind so diese Verdienen, das sind sowas von
persönliche Sache, ja, dass tatsächlich solche, wenn man solche Fragen stellt, dann irgendwie denkst du, wozu fragst du das? Solche Fragen stellt man nicht aus Neugier heraus. Auf jeden Fall nicht. Und einige Frauen finden auch so ein bisschen peinlich zu erzählen, dass sie jetzt Sozialhilfe bekommen, dass sie so wenig bekommen. Die anderen erzählen das mit der Absicht, ja, jetzt habe ich dir erzählt, dass es mir schlecht geht, ich erwarte, dass du mir hilfst. Oh, du hilfst mir nicht, dann bist du kein guter Mann, weil du mir Hilfe nicht angeboten hast. Und man kann hier nach diesen Reaktionen nicht sagen, wer ist von diesen gute Frau, wer ist schlechte Frau, weil eigentlich die Frage ist ein bisschen zu früh. Sie eröffnen das Thema, wo weder Frau noch sie vorbereitet sind, mit diesem Thema etwas Richtiges zu machen. Sie sind nicht bereit, dieses Thema auseinanderzunehmen, weil sie wollen erstmal nicht einsteigen in ihre Finanzen. Warum fragen sie das auch? Ne? Und sie denkt, wenn er fragt, dann will er vielleicht irgendwas ändern in meinen Finanzen. Ne? Deswegen, wie man sagt, je weniger ich weiß, desto schlafe ich besser, desto besser schlafe ich. Ne? In dem Fall ist es tatsächlich zu empfehlen, solange sie noch ganz am Anfang der Beziehungsaufbau sind. Okay, ich hoffe sehr, dass dieses Video Ihnen geholfen hat und ich freue mich sehr auf Ihre Kommentare. Wie finden Sie denn dieses Thema mit Finanzen? Ist es so, dass man über dieses Thema nicht redet? Ist es so, dass man lieber vermeidet in Deutschland dieses Thema? Fragen Sie selbst oft die Menschen um sich herum, wie viel sie verdienen? Bekommen Sie oft solche Fragen von den anderen Menschen gestellt? Ich bedanke mich schon jetzt für diese Antworten, weil diesen Antworten kann ich auch den Frauen helfen im Damenclub. Ne? Aber sonst natürlich melden Sie sich an. Wir werden auch gemeinsame Treffen machen mit Damenclub und Männerclub und dann können Sie den Frauen auch helfen, ja, zurechtzukommen mit Männern aus Westeuropa. Ich danke Ihnen und freue mich auf Ihre Kommentare. Bis auf das nächste Video. Dankeschön.